Hallo und herzlich willkommen zur Gustav-Freitagsstraße, zum neuen Teil. Und in der Gesamtübersicht habt ihr ja schon mehr gesehen, als ihr eigentlich durftet, weshalb ihr euch wahrscheinlich wie in einer Zeitreise fühlt. Wir haben da etwas vorweggegriffen. Nichtsdestotrotz waren die Zwischenschritte jetzt nochmal wichtig. Deshalb nochmal das Video, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also viel Spaß dabei. Hallo! Wir gucken uns heute die Gustav-Freitag-Straße an, weil da noch Sachen zu entscheiden sind. Die Fliesenleger haben im Badezimmer leider die Markierungen entfernt. Wir hatten ja festgelegt, welche Höhe die Fliesen im Badezimmer, also wie hoch das Badezimmer gefliest wird. Und die haben jetzt die Fliesen, wo ich das markiert hatte, abgerissen. Oder übergestrichen, was auch immer. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Jetzt müssen wir nochmal hin. Und das können wir natürlich wieder mit einer kleinen Baustellenkontrolle verbinden. Wir sind ja sonst immer mit dem Kollegen gefahren. Jetzt haben wir noch einen zweiten davon. Nicht, dass wir jetzt die übelsten Mini-Verfechter sind, aber die haben einfach die krassesten Angebote gemacht. Weil grundsätzlich ist mir egal. Alles, was neu ist, ist okay. Und ja, hier wurde das ganz große Kreuz gemacht. Also nicht, dass ich den so konfiguriert hätte. Der musste halt vom Hof anscheinend. Und ich habe gesagt, was ich Minimum brauche. Und dann wurde mir gesagt, hier, das gibt's, das kannst du haben. Und für den und den Preis. Und hier ist einfach tatsächlich alles drin. Also hier ist kein Knopf nicht belegt. Panoramadach, Leder, Alcantara, volle Hütte. Und kostet tatsächlich weniger als der andere, den wir schon haben. Und hat doppelte Laufleistung, also Leasing, ne? Also ist nicht gekauft, um Gottes Willen. Ja. Genau, wir fahren jetzt in die Gustav-Freitag-Straße. Hatte ich ja gerade gesagt, Fliesen gucken. Dann sollte ja ursprünglich in dem einen Badezimmer, oder auf jeden Fall in beiden, aber in dem einen Badezimmer war die Frage, ob da so ein Vorbau neben, ich glaube, das ist neben der Toilette, ob da abgerissen wird. Da sollte geguckt werden, wo da die Rohre dahinter verlaufen, weil grundsätzlich macht man ja nicht aus Spaß irgendwo eine Verkofferung. Und das wurde jetzt einfach trotzdem grundiert, bedeutet, dass es nicht abgerissen wurde, aber es sah auch nicht so aus, als wenn da einer dahinter geguckt hat. Und das wollen wir jetzt nochmal kontrollieren. Plus die Fußbodenheizung im Badezimmer, ob die da jetzt verlegt wird. So, das gucken wir uns jetzt an und dann gucken wir auch mal, wie weit die da sind insgesamt. Ja, weil grundsätzlich soll das Ganze ja relativ kurzfristig fertig werden. Also Fliesen, wie gesagt, sollten jetzt demnächst rankommen. Also ich meine, der Handwerker holt die diese Woche ab. Oh. holt die diese Woche ab und dann kommen die rein und dann hoffe ich mal, dass es nächste Woche dann auch mal fertig wird. Gucken wir mal, was das wird. Boah, geil. Und wir haben hier volle Möhre. Oh, zack, die Bohne. Ich fühle mich hier wie ein Hausmeister mit den ganzen Schlüsseln, ey. Achso, ja, top. Zack. Claudio, hi, frohes Neues, na mein Lieber? Gut. Einige Minuten später. So, wir haben eben besprochen, wir machen die Fliesen nochmal doch ein bisschen anders. Ich habe jetzt mir überlegt, dass wir hier das optisch quasi, weil es in dem Nassbereich muss das eigentlich bis einer gewissen Höhe, also ich sag mal, ich weiß gar nicht, irgendwie ein paar Zentimeter über der letzten Wasserabnahme. Aber jetzt der Optik halber würde ich hier quasi den Schnitt machen und hier würde ich mit dem Kasten eine Stufe hochgehen, einmal rum. Und hier kommt da die Dusche rein, hatten wir ja gesagt. Problem ist jetzt hier zum Beispiel, das weiß man vorher nie. Wenn ich eine Dusche wegreiße, weiß ich eigentlich selten, wo der Abfluss lang läuft. Hier haben wir jetzt das Problem, dass wir relativ hoch sind.
Heißt, ich komme mit der Duschtasse eigentlich schon nicht mehr eben ehrlich hin. Auf gar keinen Fall. So, das heißt, ich bin dann wahrscheinlich, wird hier eine Stufe sein, dass die Dusche in der Höhe sein wird. Schätze ich. Müssen wir nachher mal gucken, was wir da tatsächlich nehmen. So, ansonsten hier die Spots. Das ärgert mich jetzt schon wieder, dass ich die nicht selber eingezeichnet habe. Das habe ich mir letztes Mal vergessen. Nee, Blödsinn, die waren ja schon drin. Aber die müssten eigentlich nochmal getauscht werden in LED. Weil Halogen ist ja, das ist ja unterirdisch. Das braucht kein Mensch. Das zieht richtig Strom. Gut, aber eines Tages zahlt es der Mieter, aber ich... Echt? Oh ja, aber die anderen sind Halogen. Ja. Der ist Halogen und der ist auch Halogen. Na gut, muss man mit dem Elektriker sprechen. Wobei, es gibt ja schon mittlerweile... Die Einsätze, ich weiß. Dann haben wir hier, ich muss sagen, das ist ultimativ krass. Die haben hier alles nochmal neu verputzt. Teilweise echt ein paar Zentimeter Putz aufgetragen. Hier die Eckschienen überall gesetzt aus Metall. Die Küche, hier ist alles fertig gespachtelt und gestrichen. Spots hier sind natürlich auch nicht so geil geworden, also von der Platzierung. Ich glaube, die waren auch schon drin. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Genau, Handtuch. Quatsch. Heizung wurde auch versetzt. Die haben wir jetzt hier. Die war ja vorher hier drüben. Bloß wir wollten die hier rein haben, damit wir hier den Kühlschrank stellen können. Ja? Genau, und zudem noch, dass hier die Küche nicht wieder bis an die Heizung geht, damit das hinterher wieder schimmelt. Dann haben wir, hier oben ist die Trockenbauwand fertig. Da fehlt jetzt noch die Tür. Die Türen sind bestellt. Hier ist die Tür mit Milchglas bestellt. Ich finde es echt mega geil. Also vom Grundriss finde ich es jetzt echt geil, muss ich sagen. Hier ist auch alles fertig gespachtelt und gestrichen. Das Fenster ist neu. Das Fenster war ja letztes Mal schon neu. Das war ja schon ganz am Anfang. Das war ja quasi, glaube ich, sogar das erste, was hier gemacht wurde. Nach den Tapeten. So, gehen wir nochmal in die andere Wohnung. So. Dann haben wir hier. Komm mal hoch. Warte, du bei Pinakasa. So, hier, das ist, habe ich letztes Mal schon gesagt, das muss eine Schweinearbeit gewesen sein. Er hat gesagt, hier seine zwei Mitarbeiter, seine Maler, die waren hier 2 Monate drin, weil die haben wirklich, das war hier alles Raufaser und die Ecken hier waren nicht mit diesen Eckschienen aus Metall verspachtelt. Also das war einfach nur die Wand, die da quasi teilweise echt, also wenn wir jetzt hier so haben, die hat dann hier so aufgehört mit Zwischenraum und das haben die alles neu verputzt. Gespachtelt und gestrichen. Jetzt mal bei dem Raum hier ist das natürlich, macht Spaß, glaube ich. Genau, Fußboden wird, wie gesagt, noch abgeschliffen. Also die Wohnungen sind jetzt eigentlich vom Status identisch. Badezimmer fehlen bei beiden noch. Da müssen jetzt die Fliesen abgeholt werden. Und genau, Dosen, hat er mir gerade gesagt, die. Es gibt ja einmal diesen Einsatz hier, das hier, was jetzt hier los ist. Und dann gibt es ja die Blende, also den Schalter an sich und auch die passenden Steckdosen dazu. Und das, was jetzt hier drin ist, die gibt es nicht mehr so einfach zu kaufen. Die müsste man extra bestellen. So, und das kostet natürlich dann wieder extra Kohle. Deswegen hat er mir jetzt gerade gesagt, dass er die in so einem speziellen Säurebad aufgearbeitet hat und die jetzt wieder aussehen wie neu. Das heißt also, das, was da abgenutzt wurde in den letzten 15 Jahren, ist da jetzt runter. So, hier, der Kollege hat das jetzt gerade nochmal angezeichnet hier. Hier, wo das weiß ist, machen wir genauso wie drüben die optische Linie hier. Hier geht die Fliesenstufe dann hoch, das kommt hier weg, die obere Linie. Hier gucken wir jetzt nochmal, da habe ich ihn extra nochmal gefragt, weil die hatten das jetzt ja schon grundiert, weil die Fliesen lassen wir hier dran. Wir machen einfach die anderen Fliesen drauf und gucken, ob der Kasten hier weg kann. Nachteil ist, dann steht hier dieses Klo einfach alleine, also so hier steht dieser Koffer hier einfach alleine. Ist auch die Frage, ob das geil aussieht oder ob wir einfach ab hier Trockenbau bis nach oben hochziehen und den Handtuchheizkörper so draufknallen. Da guckt er nochmal, was da sinnvoller ist. Und genau, hier wird jetzt, genau hier kommt auch die gleiche Linie, geht hier so durch und dann bis an die Dusche ran. Also wir haben jetzt gerade entschieden, dass wir eine 80er Dusche nehmen. Heißt, wir kommen ungefähr bis hier. Das muss echt reichen eigentlich zum Duschen, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ja, doch.
Sollte passen. Ja. Genau, das sind jetzt so die nächsten Sachen. Das sollte jetzt eigentlich in den nächsten ein bis zwei Wochen geklärt werden. Und dann geht's in die Vermietung. Haben wir es vergessen, denn? Ne? Hier, Wohnzimmer, Wohnküche, hätte ich mal gesagt, ist auch. Trockenbau war, glaube ich, letztes Mal auch schon fertig, weiß ich gar nicht. Schalter sind hier gesetzt, also ich kann hiermit Küche schalten und Wohnzimmer schalten. Hier haben die jetzt auch zum Beispiel wieder, das ist so, denn das meinte ich letztes Mal auch, wenn man Handwerker in freie Hand lässt, warum die Spots so gesetzt wurden, verstehe ich nicht. Also hier zwei so in einer Flucht und der eine hier versetzt, begreife ich nicht. Keine Ahnung. Deswegen muss man das eigentlich rechtzeitig machen. Ansonsten hier auch alles gespachtelt und gestrichen und fertig. Die Tür kommt, wie gesagt, erst, ich glaube, in zwei Wochen. Ja. Ja, also so langsam wird's. Und im nächsten Video, denke ich mal, sind die Bäder schon, na, ich denke mal, nahezu fertig. Und die Türen auf jeden Fall drin. Ach ja, Küchenboden fehlt auch noch. Ja, dann kommt die Küche wieder rüber. Küche ist ja mit drin. Steht da hier noch. Und ja, das war es eigentlich erstmal aus der Gustav-Freiderg-Straße. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.